Oh Mann, willkommen bei Simsantino. Ja, weiter geht's im Modern Nordic Family. Zweiter Versuch, Festplatte ist voll gewesen. Und ich war schon gerade dabei, diesen blöden Kommentar, also nicht blöder Kommentar, der ist super lang, deswegen. Ich war gerade schon dabei, den vorzulesen, jetzt muss ich ihn nochmal vorlesen. Ihr seht ihn jetzt auch. Und zwar Ocean Sims 1409, vor allem 07, hat kommentiert: Tipps. Erstens, wenn ein Objekt flackert, dann kann man es mit dem Tool Mod es um 0,001 senken oder heben. Hauptsache, dass es 0,00 etwas mit einer 1 am Ende ist. Dann bemerkt man es eigentlich nicht, dass es schwebt oder im Boden ist und es flackert nicht. Okay, ich weiß nicht mehr, wo was geflackert hatte. Zweitens, halte die Vorhänge etwas mehr nach unten, dann slotten sie nicht ein und man kann es mit Move Objects hochleveln. Ah, okay, das heißt nach unten halten. Ah, nice, okay. Okay. Dann machen wir das doch direkt mal. Ah, okay, gut. Das ist gut. Dann ja, setze ich die Sachen einfach mal um. Ich lasse es mal noch eingeblendet. Huch, und dann ja, setze ich mir das mal alles um. Perfekt, das ist ein guter Tipp. Dann kleben die da nämlich nicht fest, weil das sieht ziemlich blöd aus. Das hasse ich ja so an Sims, dass da immer die Vorhänge überall an den Fenstern kleben. Ich glaube, so passt es. So. Genau, geht, glaube ich, auch mit der Toolmod. Okay, haben wir jetzt ja schon gelöst. Ideen. In der Sauna, okay, Sauna, dann gehen wir erstmal hier hin. In der Sauna finde ich es zu holzig. Man könnte die Wände stattdessen Steine nehmen oder es weiß färben und dekorieren. Ups, okay, da können wir mal gucken. Es ist schon sehr holzig, ne? Das stimmt. Können wir mal gucken. Ja, es stimmt. Wir gucken mal, ob wir hier Stein haben. Wir haben ja auch schönes Stein hier. Vielleicht wäre das noch was aus Vampire oder das. Ja, das ist schon wieder zu alt, ne? Es ist ja kein altes Haus in dem Sinne. Wo sind denn die Steine, die ich suche? Wo sind denn die? Ach, die sind hier. Einmal haben wir die schönen aus Jahreszeiten. Die sind sehr gemütlich, meiner Meinung nach. Die sind nichts. Die auch nicht. Dann haben wir noch die Base Game, aber die finde ich auch nicht so schön, glaube ich. Hier haben wir verschiedene Möglichkeiten. Ich würde, glaube ich, vielleicht noch die nehmen oder die hier. Obwohl ich die aus Jahreszeiten auch sehr schön finde. Die könnte man auch mal nehmen. Schön dunkel auch mal. Würde ich vielleicht tun. Ihr könnt gerne ja nochmal kommentieren, ob ihr das so abnehmen würdet oder nicht. Ja, genau. Ich weiß nicht. Ich würde es vielleicht mal nehmen, aber dann würde ich auch das hier löschen, weil das sieht man auch nicht mehr. Und diesen Dreck auch, weil davon hat man dann gar keinen Vorteil mehr. Das Licht würde ich, glaube ich, auch drin lassen, oder? Ja. Ansonsten in der Ecke beim S-Bereich würde ich in einer Ecke eine größere Pflanze platzieren und in der anderen ein Regal aus nachhaltig Leben. Okay, ich denke, das hier ist gemeint. Dann können wir. Ne, dann machen wir es anders. Steuerung Y ist übrigens der Command zurück hier. Nicht Steuerung Z, das haben sie nämlich vertauscht. Und ja, okay, dann könnten wir hier mal gucken. Und zwar, das sieht aus wie ein Bücherregal. Man findet es in der Regalkategorie. Die Regalkategorie ist bei. Ups, nicht bei Sanitär, bei Oberflächen. Ich gehe mal kurz in Nachhaltig Leben, wenn ich es denn finde. Da ist es. Regale sind, glaube ich, hier. Das hier? Nee, das meinst du wohl kaum, oder? Das hier? Ich weiß es jetzt leider nicht genau. Nochmal. Wo man, also, da kann man durchschauen. Dann durchschauen kann man hier. Kann man hier auch. Wir können mal gucken, wo kann man durchschauen. Da schon mal nicht. Das hängt. Da kann man durchschauen, aber ich glaube nicht, dass du das meintest. Das meintest du auch nicht, weil da kann man nicht durchschauen. Das auch nicht. Da kann man durchschauen oder da noch. Das ist natürlich jetzt die Frage, ne? Ob wir ein Hängeregal hier machen würden? Nee, ich glaube ein Hängeregal nicht, weil das müsste man dann hier draufkleben, ne? Ja, dann würde ich das hier mal so ein bisschen vorschieben. Und das hier lassen. Ups, also nochmal kurz lesen. In der Ecke würde ich eine in der Ecke größere Pflanze platzieren und in der anderen. Regal. Es sieht aus wie ein Bücherregal, man findet es. Also es versperrt nicht den Blick und es sind süße Pflänzchen drauf. Okay.
Dann nehmen wir das, passen die süßen Pflänzchen auch noch drauf, ja. Okay. Und die müssen weichen. Ja, für die ist kein Platz mehr. Oder haben wir irgendwo noch Platz für unsere Pflänzleins? Könnten wir da oben drauf noch packen. Übrigens, ich habe die Toolmod auch wieder installiert. Der hatte ich ja raus wegen dem Patch. Ich glaube, wir könnten es da auch draufstellen, oder? Oh no, wer ist hier gestorben? Ja, ist eigentlich egal, ne? Aber... ja, komm, ich nehme den mal die Trauer weg. Huch, dann sind sie nicht mehr so traurig, ne? So. Heben, senken. Ich würde es vielleicht mal um 1 höher machen. Okay, ach Gott, ich habe schon wieder die ganzen Gefühle hierfür vergessen. Das ist das Problem, weil ich so lange nicht mehr mit der Toolmod gearbeitet habe. Huch. Oh, ich habe einen Fehler gemacht. Wo ist es jetzt hin? Ist es da jetzt drin oder wo ist es hin? Mist. Ich befürchte, dass ich das Teil nie wieder krieg. Das habe ich mir jetzt hier weggeschlagen, ja. Ja, okay. Dann lassen wir's. Ich habe dann nämlich 5, minus 5 gemacht. So weit können wir gar nicht runter. Das ist jetzt aufgefressen worden, oder? Finden wir das hier noch irgendwo drin? Nee, das habe ich jetzt gelöscht. Okay. Egal. Gut, dann hätten wir den Kommentar auch mal abgehakt. Ach ja, das hier kommt weg und dann kommt hier noch eine größere Pflanze rein. Das haben wir dann noch nicht gemacht. Können wir mal gucken, ob wir was Feines finden. Ja gut, das ist ein bisschen zu groß, obwohl das sehr schön ist. Was ist hier mit... achso. Nee, ist auch leider zu groß, auch wenn es sehr schön ist. Ich mag diesen Baum aus Jahreszeiten sehr gerne. Vielleicht mal den hier. Platzieren wir mal raus. Was ist damit? Platziere ich auch mal raus. Ich platziere mal gerne ein paar Sachen raus. Die hier würde ich nicht nehmen, weil die habe ich bestimmt schon hier irgendwo anders benutzt. Das ist ja meine Standardpflanze. Das ist nicht nur meine Standardpflanze, das benutzt fast jeder, weil das ist halt eine schöne Pflanze. Die kann man gut benutzen. Die ist schön, die ist sogar aus dem Base-Game. Wahnsinn. So eine schöne Pflanze haben die damals schon kreiert. Die ist wirklich sehr schön. Ja gut, oder die kann man ja auch mal schön ein bisschen größer machen, ne? Na gut, die steht da schon, ne? Ja, da muss man dann natürlich immer gucken, dass man die nicht 10-mal verwendet. Ja, ich weiß, die eine Standardpflanze hat man auch in jedem Haus mehrmals. Ja, aber ich versuche immer extra ein paar andere Pflanzen zu benutzen, als immer die Standardpflanzen, die jeder benutzt. Wie ist damit? Nee. Ja, wobei... nee. Nee, finde ich nicht so schön. Ja, ich vergrößere auch nicht so gerne irgendwelche Sachen. Die ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ich glaube, die würde ich vielleicht mal tatsächlich hier hinpacken. Oder? Ich weiß, ihr könnt gerne kommentieren, ob ihr die nehmen würdet oder nicht. Ja, obwohl die ist wieder sehr schwierig, weil die sehr groß oben ist. Einen tatsächlich verkleinern, ja. Ja, manchmal sehen Pflanzen auch verkleinert besser aus, ne? Da muss man immer gucken. Die sollen halt nicht in die Gardine rein. Ja, ich glaube, ich nehme die mal. Und die noch daneben. Ja, ich glaube, man kann ruhig auch mal 2 Pflanzen nehmen. Aber nur mit anderem Topf. Ja, so würde es vielleicht durchgehen. Ich glaube wohl. Ich würde das mal so lassen. Den Teppich lassen auch. Gut, mehr Kommentare gab es dann auch nicht hierzu. Dann würde ich sagen, müssen wir mal gucken, was wir heute machen. Ob wir uns an den Hauswirtschaftsraum setzen oder eher so ein bisschen hier ans Büro. Oh, ich wollte Move Objects anmachen, habe ich aber ja schon an. Ja, das Büro ist noch so eine Sache, da weiß ich noch nicht, in welche Richtung ich da gehen soll, ne? Das hatte ich, glaube ich, schon mal gesagt. Ich weiß es einfach nicht so. Das ist irgendwie so ein Raum, das würde ich sogar am liebsten als Community-Projektraum machen. Das Problem ist, das lohnt sich leider nicht. Ja. Das könnte ich gut machen, wäre problemlos, weil das hier ist auch alles Base-Game, soweit ich weiß. Nee, ist eben kein Base-Game, aber ja. Würde man irgendwie hinbekommen, dass man das sogar als Base-Game-Raum hochladen würde, ne? Alles schön und gut, aber es lohnt sich leider nicht. Ja, es gibt immer ein paar, die das mitmachen würden, aber ich glaube nicht, dass es sich lohnen würde. Man könnte hier natürlich jetzt auch wieder eine Gitarre reinstellen und so, aber es ist halt auch wieder so klassisch. Das ist halt überall auch wieder, ne? Ich habe hier ja schon so ein bisschen diese IT-Richtung so ein bisschen reingemacht mit so einer Drohne.
Man könnte hier natürlich auch, obwohl, nee, eine Robotik-Werkbank würde man eher hierhin machen. Ja, aber ich würde hier, glaube ich, tatsächlich mal eine Robotik-Werkbank reinpacken. Wir sind hier auch in Evergreen Harbor, das heißt, wir können auch mal kurz nach den ganzen Sachen hier gucken, die man mit nachhaltig Leben bekommen hat. Hier ist erstmal die Robotik-Werkbank. Da haben wir noch ein Kerzenteil. Da haben wir noch den Aufsprudler. Da haben wir noch dieses Teil. Ja, ich platziere das erstmal alles raus, ne? Das können wir dann ja mal sortieren. So, Sportgeräte passen ja jetzt ja auch nicht so gut rein, weil Sport haben wir unten schon. Hier noch so ein Basketballkorb hinhängen. Naja, warum nicht? Hat man vielleicht hier so hingemacht oder wo macht man sowas hin? Ja, vielleicht hat man das hier hingehangen, obwohl es sieht auch so. Nee. Nee, das sieht auch nicht so gut aus. Das lassen wir mal. Ja gut, dann gehen wir hier vielleicht so ein bisschen in diese IT-Richtung vielleicht. Keine Ahnung, müssen wir mal gucken. Oder wir stellen hier einfach ein Aquarium rein. So ein großes einfach. Kann man auch erweitern, wenn man will. Mhm. Könnte man auch was mitmachen. Dass man vielleicht das Sofa auch rauspackt, weil hier hat man ja auch ein Sofa, dass man hier vielleicht so ein bisschen Aquarium reinpackt. Kann man das nach da verschieben? Nee, das passt nicht. Sonst hätte ich gesagt, macht man hier eine Aquariumwand rein. Nee, das passt nicht. Wir können zwar sehr gerne ein bisschen quetschen, aber so würde man das auch nicht stellen, das ist das Problem. Oder wenn man hier tatsächlich einen YouTuber-Raum rein, so ein bisschen mit der Videostation. Hier ein professionelles Video-Setup tatsächlich. Aber man würde es, glaube ich, eher in die Richtung machen, weil dort Fenster sind. Ich kenne mich ja so ein bisschen aus mit so einem Kram. Ich mache ja nicht nur so Gaming. Ich habe ja auch eine richtig große Kamera und auch ein Studio und so. Ja, also kein Riesenstudio, aber ich kenne mich damit wohl ganz gut aus. Deswegen würde man das eher zu so einer Wand hin machen. Und warum nicht? Wir haben ja hier auch einen Teenager, glaube ich, mit eingeplant. Ich glaube hier, 3 Kinder sind es ja. Man könnte ja auch einen Teenager einplanen, der vielleicht so ein bisschen YouTube besessen ist. Ja. Würde ich vielleicht tatsächlich mal machen. So, YouTuber geht ja nicht so an sich. Und ich weiß auch, das mit der Kamera hat keine Funktion. Das braucht ihr mir auch nicht kommentieren. Aber trotzdem würde ich das, glaube ich, ganz gerne mal machen. Also hier vielleicht so Unboxings oder so aufnehmen. Also Sachen, wo man was, also Videos, wo man was vorstellt. Das bietet sich an. Durchaus, durchaus. Ja gut, der ist ein bisschen klein, aber dafür kann man ja die Tische erweitern. Würde ich, glaube ich, hier mal so reinpacken. Und dann hat man hier schon mal einen Tisch. Und vielleicht kann man ja auch noch einen Greenscreen hinstellen. Haben wir denn einen Greenscreen? Ne, haben wir gar nicht, ne? Aber wir haben sowas ähnliches in Moschino. Ich weiß immer noch nicht, wie das heißt. Dieses Ding auf jeden Fall, wo man diese Fotokarriere bekommen hat. Ja, wir haben aber einen Bluescreen. Das gibt's auch. Das ist das Ganze nur in Blau. Ja, wobei ich das farblich jetzt nicht so passend finde. Also klar, kann man machen, aber huch, was ist das? Flackert, oder? Nee, es flackert nicht. Im Live-Modus denn? Nee, es flackert nicht. Okay. Es flackert nur im Baumodus. Es gibt nämlich auch Sachen, die flackern im Baumodus, wenn man da drüber geht. Okay. Huch, oder man verkleinert das natürlich. Kann man auch machen. Ist auch immer eine heikle Sache. Wäre ich auch mal ein bisschen vorsichtiger mit Sachen verkleinern. Nee. Huch. Das wollte ich jetzt auch nicht. Nee. Finde ich aber doch nicht so schön. Kann man besser so lassen. Oder man nimmt aus Wellness-Tag diese grünen Tapeten. Als Greenscreen. Ich habe ja eigentlich einen Mod gemacht, einen Greenscreen-Mod, aber den habe ich nicht mehr drin. Zumindest heute nicht, weil ich versuche, das schon immer ein bisschen auszumisten. Ich überlege gerade, dieses Grün ist sehr schön. Ich könnte tatsächlich mal euch live präsentieren,
ob dieses Grün gehen würde. Und zwar nehme ich jetzt einfach meinen Sims 4 einmal und kann hier in OBS Studio einen Filter drauf machen. Chroma Key. Tatsächlich. Ihr seht jetzt schwarz, ne? Das ist der Greenscreen-Filter. Ich könnte da jetzt sogar ein Bild einblenden, wenn ich will. Okay, das heißt, das Grün funktioniert. Gut. So, jetzt seht ihr es wieder. Also, es wäre ein Grün, was geht. Okay. Ich hatte das irgendwie gar nicht so in Erinnerung, dass es so krass ist. Ich dachte immer, das wäre fleckig. Scheinbar ist dem nicht so. Gut. Das gäbe es auch noch als Boden. Hat man hier vielleicht auch verlegt. So, ja. So, dann hat man hier ein richtig schönes Studio, ne? Dann kann man da so ein bisschen was drehen. Keine Ahnung, schreibt mir da gerne mal Feedback zu rein, ob ihr das eher gut findet oder eher sagt, oh, es ist übertrieben. Aber so übertrieben finde ich das gar nicht. Ich habe sogar noch eine größere Grünfläche, ja. Deswegen, das ist gar nicht so übertrieben. Geht das? Ja, gut. Dieser Balken sieht bei den Fenstern komisch aus. Oder? Ja, doch. Wir lassen das mal. Das, nee. Das lassen wir mal. So, oder wir schieben das natürlich so. Das wäre zu eng. Ja, wir lassen das mal so. Vielleicht macht der Unboxings so. Kennt ihr das? So Unboxing-Videos? Kennt ihr bestimmt, oder? Das können wir mal draufstellen. Mal gucken, ob das passt. Passt natürlich nicht, wusste ich doch. Oh, passt sogar. Ich dachte, es passt nicht. Passt perfekt. Vielleicht zeigt er diese Drohne allen oder so, keine Ahnung. Kann ja sein. Und man macht das Ganze natürlich ein bisschen schmaler noch. Und macht da dann nur einen Tisch raus. Den Tisch klauen wir uns noch. Und dann machen wir es doch noch wieder ein bisschen anders. Und hier vor allen Dingen ein bisschen kleiner wieder. Obwohl das ein bisschen zu klein wäre, glaube ich, um dort richtig filmen zu können. Wobei, das ist eine starke Kamera. Dort könnte man wohl mit zoomen. Ja, wobei, ich glaube, ich würde... Das ist ein bisschen knapp als Greenscreen. Ja. Ich würde das mal so noch machen. Ja, okay. Ich würde vielleicht mal gucken, ob wir noch mal was hier finden. Deko, also bei Moschino. Moschino heißt es eigentlich. Ja, ich weiß, aber ich kann es halt nicht aussprechen. Ja gut, oder wir nehmen diese hier. Die ist schon sehr überdimensioniert. Ich weiß. Und für 1400 kriegt man übrigens auch nicht so eine Kamera. Ignore Gameplays. Nee, Gameplay an. Ups, Unlocks. Schreiben muss man können. Unlocks Entitlement. Zack. Ja, den Cheat kann ich auswendig mittlerweile. Also früher habe ich den immer kopiert, aber seit einer Zeit, ja. Falls ihr euch fragt, wie man diesen Cheat auswendig lernen kann, benutzt ihn einfach. Benutzt ihn einfach und sprecht ihn. Gebt ihn ein und sprecht ihn dabei. Dann könnt ihr es irgendwann. Ja, tatsächlich ist das so. Was das hier ist, interessiert mich immer noch. Kann man hier ernsthaft Bilder reinmachen? Tatsache, das ist ja cool. Ich muss mal das kurz ausprobieren. Sorry dafür, dass ich das hier jetzt live ausprobieren muss. Aber das ist ja richtig cool. Mach mal. Komm, auf. Mach mal ein Selfie. Yay. Cool, oder? Huch. Ah, so kann man das sogar drehen. Ein so ein Selfie reicht mir. Ja, bestimmt hasst sie fotografieren. Und ist da wieder dieser komische Zwerg drauf? Nee. Okay. Okay. Ah, da kann man... das ist ja schön. Das könnte man hier vielleicht auch hinhängen und vergrößern. Dann kann man da Bilder einblenden. Achso, ich denke schon wieder zu überdimensioniert. Das macht man eher bei einer Fernsehsendung. Upsi. Ja, das musste ich jetzt auch mal kurz ausprobieren. Was ist das für ein Bett, was ich mir installiert habe? Das ist schön. Können wir leider nicht verwenden. Ich arbeite hier nicht mit Custom Content. Ja, es wird bestimmt auch mal reingehen, wo ich mit Custom Content arbeite, aber ich möchte halt es für so viele Leute wie möglich zugänglich machen am Ende auch und deswegen, nope, kein Custom Content, sorry. Ja, also ich habe einen guten Überblick, also ich könnte zwar sagen, wo ich manche Sachen her habe, aber trotzdem.
Das wäre mir auch zu aufwendig. Ständig irgendwie erklären zu müssen, ah, das habe ich daher, ah, das habe ich daher. Ja klar, das habe ich nochmal daher und so, ne? So. Das hier machen wir vielleicht schön schwarz. Hier ist noch so ein Präsentationsteil oder so. Wo man auch Sachen wie so eine Drohne drauf präsentieren kann, einfach. Wenn man denn will. Licht noch wichtiger als gute Kamera. Also bei so einem Greenscreen ist das Licht wichtiger als eine Kamera fast, ja. Und man würde so ein Backlight hier auch noch einbauen. Bei einem Backlight würde man eher so machen, dann schiebe ich das noch mal ein bisschen auf. Ein Backlight ist so ein Licht, was von hinten kommt und noch mal so den Kopf von hinten ein bisschen bestrahlt, dann ist man ein bisschen hervorgehoben vom Hintergrund. Ja, ich glaube, spätestens jetzt habt ihr gemerkt, dass ich tatsächlich ein bisschen Ahnung davon habe. Ich würde tatsächlich auch den Computer hier rauspacken. Ja. Die Uhr kann man hier vielleicht noch hinhängen oder die kommt dahin. Also, wenn ich hier sitze, dann sozusagen, dann ist dieses Backlight, das strahlt dann meinen Kopf noch so ein bisschen von hinten an. Dann stehe ich im Vordergrund. Das ist so wie in Photoshop, wenn man da eine neue Ebene oder so hinzufügt. Genau. Dass man mit dem Hintergrund nicht verschmilzt. So kann man das auch ausdrücken. Ja, ich glaube, ihr merkt tatsächlich, dass ich da ein bisschen Ahnung jetzt von habe, ne? Ein bisschen Ahnung. So, hier kann man noch mal ein bisschen Equipment so hinhängen. So Tasche. Und hier noch so ein Light Panel. Das ist gut. Und neue Stative. Man kann nie genug Stative haben. Vor allen Dingen, wenn eins kaputt geht. Ja. Eigene Erfahrung. Gut, das hätten wir. Wir könnten hier vielleicht auch nochmal die Markierungen tatsächlich hinmachen, obwohl die bringen hier nicht viel. Nee. Nö, ich würde das erstmal so lassen. Vielleicht ist das so ein Teil, was hier immer hängt. So als Deko. Feedback dazu immer gerne auch in die Kommentare. Ich würde das erstmal tatsächlich so lassen, weil ich weiß es nicht. Vielleicht sagt ihr auch, na, das ist nicht so cool. Wenn ihr sagt, das findet ihr nicht schön, dann ändere ich das wieder, ne? Ansonsten gucken wir mal weiter, würde ich sagen. Wir könnten uns noch so ein bisschen hier um diesen Bereich kümmern, dass wir hier erstmal noch eine Tapetenfarbe finden. Da haben wir Blau, da haben wir dieses Muster. Vielleicht können wir das Muster hier auch nochmal fortführen. Oder findet ihr das zu krass, wenn man reinkommt, direkt so ein Muster, vor allem auch in Schwarz? Vielleicht das ein bisschen heller? Oder weiß direkt? Ich weiß es nicht genau irgendwie. Oder eben das hier so. Oder findet ihr es halt auch zu krass? Also es ist schon sehr heftig. Drücken wir es mal so aus. Das finde ich nicht so schön. Nee, das ist auch so Kinderzimmer, ne? Ja, oder einfach den Putz in Perfektion. Der geht auch immer. Der geht auch immer und wenn es sein soll, auch in Grau. Ja. Der Putz in Perfektion geht immer, aber der ist so unfreundlich. Dann fühle ich mich nicht wie in einem Familienhaus, wenn ich reinkomme. Oder wenn tatsächlich hier so eine schlichte Farbe, so ein schönes Türkis, bin ich auch wieder zu krass, ehrlich gesagt. Ich glaube, das könnte man vielleicht mal machen, oder? Feedback dringend in die Kommentare. Dann haben wir Muster. Ja, eben so ein bisschen kombiniert, ne? Muster und Schwarz und Weiß eben so ein bisschen kombiniert. Oder wir machen diesen wunderschönen Sonnenuntergang hier hin. Weil das Grau ist schon schön, ne? Ich mag das Grau. Ah, das ist halt nicht Familienhaus mal wieder, ne? Ah, es ist schon ein schönes Grau. Oder tatsächlich so ein bisschen was Helleres, was auch farblich hierzu passt. Wäre auch möglich, auf jeden Fall. Aber wisst ihr, was mir hier fehlt? Noch so ein kleines Fenster zum Durchgucken. Ja, nicht dieses Klofenster, was anderes irgendwie. Ja, da gibt es halt so ein Fenster. Ja, ich weiß genau, was ich meine. Ich kenne doch ein Fenster, was so ist, was sich eignet dafür. Aber wo ich es finde? Bisschen schwierig. Ein bisschen schwierig. Ist Base Game, glaube ich sogar.
Ja, ich versuche ja immer so viel Base Game wie möglich zu benutzen, aber das wird natürlich auch mal ein bisschen schwieriger. Vor allen Dingen, je mehr Packs es gibt, dann noch zu wissen, ah, dort gibt es aber auch eine Alternative im Base Game. Das Fenster meine ich. Das kann man bestimmt auch ganz schön hinbekommen von den Farben her, oder? Ja, dieses Grau ist mir noch nicht grau genug. Vielleicht tatsächlich so zwei von denen hier hin. Guck mal. Guckt mal her. Ja, gut. Nee, das passt auch wieder nicht. Wenn schon, dann da oben gerade. Ja, das wird man noch so gerade so machen, oder? So gerade eben. Komm, Leute, das geht doch noch durch, oder? Geht das noch durch? Ist halt schon sehr schick, ne? Hat irgendwie was. Oder das ist so freundlich. Man steht dann hier und dann kann man da reingucken. Ich weiß, ich muss immer in ein Haus reingucken können. Ja, der Whirlpool weiß ich auch noch nicht so. Der geht eigentlich, weil wir hier ja auch diese Pflanze haben, dann sieht man den nicht so stark. Aber ja, ist mir gerade erst aufgefallen, dass wir den ja vors Fenster stellen. Oder wir sagen tatsächlich, wir heben das Fenster hier an, wegen dem Whirlpool. Aber dann hat es halt auch wieder den Charakter verloren, ne? Das ist das Problem, dann verliert das auch wieder diesen Charakter. Obwohl es so vielleicht doch gar nicht so schlecht aussieht, weil das da auch nach oben reicht schon. Wie ist denn das? Ja, wenn schon, dann würde ich es so machen. Ja, doch, es geht eigentlich sogar. Ich dachte, es wäre schlimmer. Ich dachte tatsächlich, das wäre schlimmer. Ist aber gar nicht so schlimm. So, hier haben wir ja noch die frischen Einkäufe und dieses Futter und Einstreu und so. Ja. Ja, wir haben hier leider auch drei Türen. Das heißt, wir haben gar keinen Platz, um hier irgendwie sowas reinzumachen wie eine Garderobe. Obwohl wir das vielleicht auch verschieben könnten. Hier ist übrigens auch diese Pflanze, wovon ich gerade erzählt habe. Wir könnten das auch verschieben. Die Pflanze hier vielleicht in die Ecke quetschen. Einen kleiner vielleicht. Dann hätten wir hier noch den Eingang in den Hauswirtschaftsraum. Das weiß ich jetzt auch nicht. Ist halt auch wieder so ein Ding der Fragen an euch. Ja, ich werde euch am Ende nochmal sagen, was ich alles gerne von euch wissen möchte. Ihr müsst es ja dann nicht kommentieren, aber ihr könnt. Weil ich habe schon so ein paar Fragen noch. Oder besser gesagt, ups, Unsicherheiten. Jetzt habe ich aus Versehen einen Clip aufgenommen. Ich würde das hier vielleicht machen, dann könnte man hier mit den neuen modularen Schränken vielleicht ein bisschen arbeiten. Ich hoffe auch, dass das nochmal erweitert wird, dass wir noch neue modulare Schränke dazu bekommen. Und ja, dass die modulare Kategorie sozusagen ausgebaut wird. Aber ob das wirklich so ist, weiß ich leider nicht. Ja, ich weiß ja auch noch nicht, wann das nächste Pack kommt. Ich glaube tatsächlich, EA gönnt sich jetzt erstmal ein bisschen Pause. Nach den ganzen Releases jetzt. Ja, erst traumhaftes InDesign als Super Pack und dann Bauernhof. Klar, dann dürfen sich auch mal die Entwickler eine kleine Pause gönnen. Stört mich ehrlich gesagt auch nicht, weil wir haben so viele neue Inhalte. Wir müssen die auch alle noch benutzen, ne? So, nee, ich würde das Bücherregal hier auch nicht nehmen. Ich würde hier vielleicht das hier nehmen. Und dann hier nochmal drüber. Und dann würde ich hier nochmal. Noch ein. Nee, nicht noch ein weiter. Und dann würde ich hier schon die Kleiderdinger nehmen. Ja. Und dann hier ein bisschen Kleidung dranhängen. Ich dachte, ich hätte Kleidungsdinger genommen. Scheinbar ist dem nicht so. Wo sind denn die Kleider? Habe ich mich ernsthaft zweimal hintereinander verklickt? Wirklich? Ich kann es ja kaum glauben. Ich habe mich wirklich zweimal hintereinander verklickt, ja. Kann alles passieren. So, wir müssen gucken und sortieren. Ja, das ist pink. Jetzt zwar die Männerkleidung, ich meine, ist ja nicht schlimm, wenn das pinke Männerkleidung ist, aber es fiel mir nur gerade auf, dass das pink ist. Ich würde nicht wieder so viel pink benutzen, weil das ist irgendwie. Die ganzen Sachen sind schon wieder so pinklastig, ne? Habe ich auch wieder zu bemängeln. Ja, ich habe immer was zu bemängeln, ne? Ja, aber gut. Es gibt aber auch immer was zu bemängeln. Gerade bei so großen Spielen wie Sims. Aber es ist halt auch schwer, es wirklich jedem gerecht zu machen, ne? Das dürfen wir auch nicht vergessen.
dass die von EA eigentlich schon einen ganz guten Job machen, weil es ist ja nicht einfach, dann wirklich für jeden da was herzuzaubern, wo dann wirklich jeder mit zufrieden ist. Ja. Also deswegen, die machen schon eigentlich einen ganz guten Job. Wir sollten nicht immer so kritisch sein. Da machen sie irgendwann gar nichts mehr, wenn wir nur meckern. Ja, also ich glaube nicht, dass die Lust daran verlieren, nur weil wir meckern, aber ja. Vielleicht sollten wir auch ab und zu mal sagen, haben sie gut gemacht. Aber ich habe schon mehr als genug gelobt für dieses Pack. Ja, ist halt nur kein Gameplay-Pack, sage ich mal so. Aber es hätte halt auch nicht in Erweiterungspack gepasst, weil es dafür wieder auch zu wenig Gameplay gibt. Deswegen, es passte halt am besten in Gameplay, weil es sind zu viele Objekte für ein Accessoires-Pack. Und dann gibt es dafür aber doch ein umfangreiches System. Also das Gameplay, was es gibt, war dafür umfangreich. Das darf man ja auch nicht vergessen, ne? Also es war ja schon umfangreich. So, wir sind ja auch eine große Familie hier in dem Haus, die noch nicht erstellt wurde. Aber vielleicht können wir die ja mal live erstellen. Habt ihr da Bock drauf? Ist auch noch eine Frage, die ich am Ende nochmal an euch stelle. So, dann hätten wir das ja auch eingeplant, obwohl ich gerade gucke. Wir haben die Möbel immer in Blau. Holzmöbel sind in Blau. Okay, dann müssen wir das auch noch eben in das Blau wechseln. Ja, weil wir haben ja eine Farbgebung. Habe ich euch ja alles schon erklärt und gezeigt, dass wir ja eine strenge Farbgebung mehr oder weniger haben, ne? Also, kann ich euch nochmal kurz zeigen. Solche Möbel, holzige Möbel oder solche Möbel sind Blau. Sitzmöglichkeiten Rot und Grün ist einfach so eine Farbe, die ist halt da. So. Muss mal kurz Nase putzen. So, weiter geht's. Gut, das hätten wir. Was ich hier vielleicht noch reinmachen würde, weiß ich nicht, wie ihr das seht. Ein Teppich. Ja. Eine Fußmatte vielleicht eher. Ich habe vielleicht gedacht, so einen Lückenfüller mache ich ja ganz gern mal, aber nee. Das sieht nicht so gut aus, leider. Aber eine Fußmatte ist tatsächlich gar nicht so schlecht. Ja. Ja, ist ja immer so. Dann geht der Dreck wenigstens ein bisschen weg. Dann kann man den schön abstampfen. So, ne? Kennt man ja. Wer hat keine Fußmatte zu Hause? Klar, gibt es bestimmt welche. Bin ich mir sicher. Aber ich glaube, die meisten haben eine Fußmatte draußen, oder? Oder die haben so ein Gitter vorne noch. Aber, also wir haben zumindest beides. So ein Gitter und eine Fußmatte. Aber das Gitter muss man auch ab und zu mal lernen, ne? Bei uns sind da immer so kleine Babyfrösche drin. Also nicht immer, aber hatten wir jetzt auch schon öfter. Gibt's das auch? Schreibt das auch mal in die Kommentare, wenn ihr mögt. Das ist freiwillig jetzt, weil das ist ja schon wieder private Angelegenheit, ne? Aber wenn ihr mögt, schreibt das mal rein, ob ihr auch so Babyfrösche manchmal in diesen solchen Dingern habt. Oder allgemein, also ich weiß ja auch nicht, wo ihr lebt, Stadt oder Land oder so. Wenn ihr auf dem Land lebt, habt ihr bestimmt solche Kellerschächte oder solche. Da können ja auch schnell mal Frösche reinfallen, ne? Oder gibt es ja auch so Schutzteile für. Naja, die Frösche und Kröten werden ja auch immer weniger. Irgendwann braucht man diese Teile leider auch nicht mehr. Ja, aber das sind schon wieder Themen, über die ich auf diesem Kanal nicht sprechen möchte, weil es hier nicht um die traurige Realität geht, sondern um die Entspannung, ne? Deswegen, auf meinem Discord ist ja auch eine Regel, man soll auch nicht über irgendwelche kontroversen Themen reden. Das sollte man möglichst vermeiden. So, und da versuche ich dann auch mal, mich dran zu halten, obwohl ich mich da auch schwer tue. Ich fange halt gerne mal mit irgendwelchen Themen an. Und dann vergesse ich, dass die Leute mir zuschauen, weil sie entspannen wollen und sich nicht wieder an diese traurige Realität manchmal erinnern wollen. Deswegen, das ist eine Regel auf meinem Discord, aber ich muss mich da selber erstmal noch dran halten, ne? Ist nicht so gut, wenn der Serverbesitzer selber sich nicht so gut an diese Regel hält. Ja gut, aber ich rede jetzt ja. Jetzt passiert das schneller mal. Ich glaube, auf Discord wird mir das nicht so schnell passieren, dass ich sowas mal schreibe, ne? So, ist mal wieder ein anderes Thema. Ja, ich gucke gerade noch, ob wir noch andere schöne Teppiche finden. Aber das ist nicht so. Deswegen gucken wir vielleicht nochmal nach kleinen Bildern, die man hier hinhängen kann. Oder auch die schönen Poster. Vielleicht finden wir ja familiengerechte Poster. Oh, es ist zu groß. Weil das hier auch ein Familienhaus ist. Hier. Dieser Maßstab, der ist cool. Wo hängen wir den denn mal hin? Hängen wir den da oben in den Flur?
Wir sollten uns auch bald mal in die Planung hier oben setzen. Dann, ja, wir neigen uns tatsächlich dem Ende, weil unten sind wir so gut wie fertig jetzt, ja. Das heißt, wir neigen uns echt dem Ende zu. Das heißt, ich möchte gerne The Sims erstellen, damit ich dann auch hier jetzt die Schlafzimmer personalisiert einrichten kann, ne? So, ich mache nochmal kurze Pause. So, da bin ich wieder. Ah ja, das haben wir noch im Inventar und zwei Rauchmelder noch. Der hängt dann noch und der Rest. Da ist noch einer, da ist noch einer. Dann kommt hier noch einer hin. Und ja gut, ich glaube, natürlich, im Bad brauchen wir auch einen Rauchmelder. Erinnert ihr euch noch an den Bug mit nachhaltigem Leben, die feurigen Klos, wo immer das Feuer aus dem Klo kam bei der Spülung? Also Rauchmelder auf dem Klo. Ist immer gut, dann wissen wir mal direkt Bescheid, ob der Bug wieder da ist, ne? Ja, bestimmt erinnert ihr euch noch an diesen Bug, oder? Vielleicht auch nicht. Ja, das ist Baby. Falls ihr euch fragt, ganz kurz, Zwischenstory. Falls ihr euch fragt, warum dieses Baby so ist und ich das so anpacken kann, das ist ein Mod. Dass die Babywiegen, sorry, wenn ich mich so versprochen habe, dass die Babywiegen ersetzt werden zu nichts. Und dann kann man die Babys halt so aufs Bett stellen oder eben auch hier aufs Sofa legen. Ja, das passt natürlich nicht immer ganz, ne, klar. Aber es ist halt cool, die Babys kann man dadurch halbwegs bewegen und sie sind halt nicht mehr diese blöden Objekte. Das nochmal als kleine Zwischenstory. Passt das denn überhaupt auf dem Bett? Ja, so ein bisschen passt's. Okay. Das halte ich die Wiege. Das kann ich euch gerne mal kurz zeigen. Das kann ich euch gerne hier einmal zeigen. Hier. Das ist eine unsichtbare Wiege und dann kann man ja auf den Sim klicken, Kind kriegen und dann passiert das eben hier. Ja. Genau, das einmal noch dazu. Gut, ich möchte jetzt, glaube ich, hier das WC noch einrichten. Gucken wir mal, wie wir das machen. Ich habe ja hier Wellness-Tag noch relativ neu. Das heißt, wir haben auch schöne neue Möglichkeiten an Fliesen und so. Gucken wir mal rein, ne, was wir an neuen Möglichkeiten haben. So. Sorry für nochmal diese Unterbrechung. Es geht weiter. Ich weiß auch noch nicht, Feedback. Ja, am Ende erzähle ich euch nochmal, wozu ihr alles Feedback geben sollt. Ich weiß auch noch nicht, ob ihr das so cool findet hier mit diesen getrennten. Das ist im Originalhaus. Ich habe das nachgebaut nach einem echten Grundriss. Im Originalgrundriss ist das auch so. Aber wir haben hier oben auch noch das Hauptbad und ein Neben-WC. Also Meinung dazu auch nochmal. In die Kommis. Vielleicht habt ihr auch während des Videos schon kommentiert, dann braucht ihr das nicht am Ende nochmal. Ja, aber ich gebe ja immer gerne so ein paar Hausaufgaben auf, ne? Ja, Hausaufgaben in Anführungszeichen. Jetzt sind Ferien, was soll ich euch Hausaufgaben aufgeben? Ja, aber ihr wisst schon, wie ich das meine. Tolle. Ja gut, so toll sind sie vielleicht nicht. Doch, ihr habt bestimmt Spaß, ab und zu mal zu kommentieren. Das sind ja schöne Hausaufgaben. Wobei ich ja letztens gesehen habe, dass die meisten, da will ich jetzt mal kurz wieder mein Wissen zeigen. Nee, ich zeige euch mal kurz eine Statistik. Wenn ich dran denke, blende ich euch die ein. Ich muss ja sowieso einen Kommentar einblenden. Und zwar, laut meinen Analytics, das sind so Teile bei meinem Kanal, wo ich dann so sehen kann, wer was ist und so, also Geschlecht und so. Nein, also ich kann nicht sehen, welcher Benutzer was ist, aber ja. So. Und zwar bei Zielgruppe kann ich sehen, wie viele mich schauen ohne Abo und wie viele mit Abo. Und es sind tatsächlich mehr Prozent weiblich als männlich. Es sind 70% rund weiblich und 30% rund männlich. Und bei den Altersangaben, es ist niemand minderjährig. Es sind 60% ungefähr zwischen 18 und 24, ne? Es sind alles Erwachsene, deswegen, weil ich gerade von Hausaufgaben geredet habe, vielleicht, ja, ist das ein bisschen dumm gewesen, von Hausaufgaben zu reden, weil laut der Statistik keiner mehr Hausaufgaben bekommt. Obwohl, bekommt man an Universitäten Hausaufgaben? Ja, ne? Ja, ich glaube wohl, weil zumindest in Sims 4 an die Uni gibt es ja Hausaufgaben. Also vielleicht haben ein paar doch noch Hausaufgaben. Ich weiß es nicht. Ja, ich weiß, viele Minderjährige geben sich auch als über 18 aus. Tue ich übrigens auch, muss ich mal ganz ehrlich sein, weil es bringt nur Probleme, wenn irgendwelche Programme wissen, man ist unter 18.
ja, es bringt halt wirklich nur Probleme. Deswegen ist es vielleicht nicht so ganz korrekt. Denn ich bin ja auch noch lange nicht 18. Naja, wobei, wenn ich mal überlege, das sind noch 6 Jahre. So lang ist es also auch gar nicht mehr irgendwie, ne? Ja, doch, 6 Jahre ist noch viel. Aber trotzdem, ihr wisst schon. Deswegen, ja, keine Ahnung. Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht so, was ich davon halten soll, dass sie viele Minderjährige als über 18 ausgeben. Ich meine, ich tue es ja selber, aber es ist ja eigentlich nicht korrekt, weil es ist ja tatsächlich eine Lüge und ich glaube, das ist auch nicht erlaubt. Oh, hoffentlich habe ich jetzt keinen Fehler gemacht, dass ich das verraten habe. Das Schlimmste ist, überall bin ich über 18, außer bei Origin, weil das war halt ewig her, dass ich da meinen Account erstellt habe. Damals hatte ich nie so Gedanken, das über 18 anzugeben. Und nur deswegen habe ich keine Galerie. Ich habe überall keine Probleme, weil ich überall über 18 bin, außer bei Origin. Da bin ich noch nicht über 18. Und man kann tatsächlich unter 14 seine Accounts nicht mehr bearbeiten. Das heißt, das Alter lässt sich nicht ändern. Ihr glaubt nicht, was ich da alles versucht habe im Support und so. Es ist keine Chance, irgendeine Einstellung an einem Konto vorzunehmen eines Minderjährigen. Ja, soll ich euch erzählen, wer Schuld daran hat? Das Gesetz namens Copper. Vielleicht kennt ihr es ja. Das hat auch schon auf YouTube so ein paar Probleme gemacht mit diesen Videos speziell für Kinder und so. Ja. Ach ja, ich liebe die Gesetze und jetzt muss ich niesen. Ist eigentlich auch schon wieder ein kontroverses Thema, ne? Ist, ja. Aber es regt mich halt auf. So, da musste ich jetzt wirklich mal... Ups. Ach, ich bin nicht auf die Alt-Taste gekommen. Ich hätte die ganze Zeit auf Windows gedrückt, anstatt auf Alt. Ja, schreibt mir da doch auch gerne eure Meinung rein. Müsst ihr nicht, ne? Ist ja auch eher kontrovers, würde ich zumindest mal als kontrovers eher einordnen, über sowas zu reden. Deswegen braucht ihr nicht. Huch, was habe ich jetzt getan? Oh Gott, das ist alles verrutscht. Aufnahme läuft aber noch, ne? Ja. Okay, ich würde auch sagen, das war's jetzt erstmal. Ich erzähle euch noch kurz, was ihr alles schreiben sollt. Einmal Feedback, ob ihr dieses YouTube-Studio gut findet. Dann Feedback, ob ihr diese Farbe hier gut findet. Ne? Dann einmal Feedback, ob ich das so getrennt hier lassen soll. Und nochmal vielleicht Feedback. Wo hatte ich noch Feedback für? Und wenn ihr mögt und ein bisschen was anderes noch schreiben wollt, ob ihr auch solche Teile habt für Kellerschächte und ob da auch mal Kröten oder Frösche reinfallen, wenn ihr mögt. Und falls ihr mögt und ihr eh nicht schon ewig lange Kommentare geschrieben habt, wie diesmal, also bei dieser Folge, für diese Folge, bei der letzten Folge, dann dürft ihr auch noch schreiben, was eure Meinung... Nee, das wird dann zu lang. Nee, wir lassen es. Ich sag euch nicht mehr. Ich hätte sonst gedacht, was ihr von solchen Gesetzen zum Schutz für Minderjährige haltet. Nein, bitte nicht. Weil ich dann tatsächlich überlege, ob ich diese Kommentare lösche, weil ich habe gerade was gesagt, wo nicht kontroverse, also kontroverse Themen sind nicht erwünscht und ja, na egal. Das war's auf jeden Fall hier. Ich habe mal wieder kein Ende gefunden, ne? Das war's für diese Folge im Modern Nordic Family. Schaltet unbedingt beim nächsten Mal wieder ein. Wenn ihr mögt, natürlich nur. Wenn ihr nicht mögt, nicht. Denkt dran, dass ich auch ein wunderbares Let's Play habe, was ihr auch gucken könnt. Ich muss bei meinen Let's Plays eher Werbung für Let's Build machen, weil es guckt keiner Let's Build, aber es gucken alle Let's Play gefühlt. Also nicht keiner, ne? Diese wenigen, ich glaube 2 Leute oder so sind es, die Let's Builds bei mir gucken. Ihr seid keine Menschen, ne? Aber so gefühlt von diesen 90 Abonnenten irgendwie guckt. Gefühlt keiner meine Let's Builds. Egal. Das war's für diese Folge. Ich finde kein Ende. Ich muss noch ein Video aufnehmen, weil ich labern will. Das war's für diese Folge. Bis zum nächsten Mal und tschüss.